wundert er sich, warum er überhaupt fliegen soll. Aber falsch fangen, das ist beachtlich. Ein Aufzug aus der Hochschule, dann geht er den Landflügel über. Also, wie ein fliegendes Geschoss sind Falken unterwegs. Jetzt verlangsamt er dann wieder ein wenig, geht natürlich da voraus, dass das Ganze so funktioniert. Schaut alles so leicht aus, ist es natürlich nicht. Es ist unter Zufälligkeit. Und eben dieser Einform und der Bodenstab. Ich kann ihn nicht zur Jagd verwenden. Er ist ein reiner Mäusejäger, ist ein Mäusebusser, kennt jeder. Den gibt es in vielen Farbvarianten. Meistens sind sie schokoladenbraun, scheckig. Es gibt bei uns in Österreich 300 Arten. Der Westbusser, der zum Sommer, der Mäusebusser hier, der häufigste. Im Mittelpunkt wird teilweise der Mäusebusser. Und nach diesem Busser werden wir noch ganz schnell. So, auch er verabschiedet sich wieder und wir kommen zu Großgreifvögel. Was ist das eigentlich? Man meint dann Adlerartige, der Steinadler, der Seeadler. Und dann kommen wir zu einem. Er hat Füße zum Laufen ausgebildet, sein Geier. Die leben fast 10 Jahre, bis sie fortpflanzlich werden. Der Eiskopfgeier sagt man auf dem Kreuz und da ist der Seeadler natürlich drin. Gut, dann lasst euch mal nach dem Glück an. Thank you.